Wenn wir in den nächsten Bereich mal reingucken, Technik lernen, da ist im Grunde alles drin, wie funktionieren die Grundtechniken im Volleyball, ne? Also wie funktioniert unteres, oberes Zuspiel, Baggern und Pritschen, ne? Wie funktioniert jetzt ein Angriff, ein Block, eine Feldabwehr und so weiter. Ihr habt das ja auch irgendwann mal gelernt. So, und ja, und wir unterscheiden jetzt hier in diesen Unterlagen zwischen Techniktraining mit Anfängern und Techniktraining mit Fortgeschrittenen, ne? Also, dass wir sagen, Anfänger müssen halt die Technik überhaupt erstmal grundlegend lernen, damit der Ball überhaupt erstmal irgendwie im Spiel bleibt und nicht sofort wieder runterfällt. Und dann haben wir aber Fortgeschrittene. Und jetzt behaupte ich mal, zu den Fortgeschrittenen kann man auch Nationalspieler zählen. Und bei Fortgeschrittenen sagen wir bei uns in der Trainingstheorie, die müssen ja eine Verbesserung eigentlich ihrer Technik erleben und bestimmte Dinge, die man bislang immer alle irgendwie so gemacht hat, die werden eigentlich auf den Prüfstand gestellt. Was ist wirklich förderlich für den Erfolg, für den Punktgewinn vielleicht in diesem einen Ballwechsel, den man jetzt gerade spielt? Und was stört da eher? Und die störenden Sachen müsste man abschalten. Ist das bei euch so? Also müsst ihr Techniken umlernen, wenn ihr jetzt in neue Vereine kommt, in neue Bundestrainer oder irgendwie sowas habt? Also ich würde sagen, ich habe langsam Alter erreicht. Ich werde ja 30 dieses Jahr. Da lassen sie mich eigentlich relativ in Ruhe. Also sie sehen das, was ich bisher schon kann und geben maximal vielleicht ein, zwei Denkanstöße, ob ich nicht mal probieren könnte, das und das. Aber das sind dann echt Kleinigkeiten mit irgendwelchen Winkeln zwischen Arm und Körper oder so. Große Veränderungen machen sie eigentlich nicht mehr, weil mich das erstmal wieder so weit zurückwerfen würde, weil das ja viel erstmal mit einem Rückschritt zu tun hat, dass meistens gar nicht so viel Zeit ist, dass ich das ausprobieren kann. Und ich auch nicht so ein geduldiger Mensch bin, der da Ja. jetzt lange dran rumprobiert. Also das ist auch eine typische Erfahrung, die man macht wirklich als Trainer, ne? Wenn man versucht, Spieler technisch zu verändern, dann gehen die erstmal durch ein Tal der Tränen, ne? Ja, Und dann dauert ist auch das. so. Und man muss es schaffen, dass die dabei bleiben und dass das Erfolgversprechen da eigentlich weiterhin anwenden. Aber was ist jetzt, in der Nationalmannschaft hast du nicht so viel Zeit, da sind die Zeiträume kürzer, aber was ist in Vereinsmannschaften? Wird da mehr gefeilt? Ja, dadurch, dass ich eigentlich auch immer erst so eine Woche vor Spielbeginn aus der Nationalmannschaft zurückgekommen bin, ist da auch nicht wirklich viel Zeit, weil einfach das erste Punktspiel dann gleich ja, beginnt, sodass man echt dann immer nur von Woche zu Woche zunächst im Punktspiel arbeitet. Von daher nicht wirklich. Es ist zwar insgesamt mehr Zeit, aber trotzdem. Kannst du dich noch an die Zeit vor der Nationalmannschaft erinnern? Wurde da noch gefeilt, obwohl du ja eigentlich schon ein guter Spieler warst? Doch, definitiv. Man muss natürlich Glück haben mit dem Trainer, dass er wirklich mit einem arbeiten will, weil ich habe jetzt auch Trainer erlebt, die sich einfach nur an den Rand stellen und zugucken und offensichtlich gewisse Spieler technische Probleme haben oder die noch so jung sind, dass man an denen feilen könnte. Deswegen muss natürlich von einer Seite der Spieler sich willig zeigen, dann der Trainer auch bereit sein und Ich habe bei dir gesehen, in der Liste der Mannschaften, für die du so aufgelaufen bist, da ist auch Friedrichshafen dabei gewesen. Ja, Ja? zwei Jahre. Das heißt, du hast mit Stilian Mukulescu gearbeitet. Ja. Ja? Jetzt ist der gerade in Ruhestand gegangen, oder? Leider, ja. Leider, Leider ja. muss man sagen, weil er einfach ein hervorragender Trainer ist. Ja, also du hast positive Erinnerungen an ihn. Definitiv, weil er auch damals, und ich war ja 19, 20 Jahre alt, ich war ja ein junger Spieler und noch lange nicht fertig, er mit mir gearbeitet hat und das wünscht man sich dann halt von schon einem so erfolgreichen professionellen Trainer, sich dann da die Tipps zu holen. Und selbst wenn er ja als Spieler Zuspieler war, hat es jetzt für mich als Außenangreifer trotzdem geholfen, was er mir mit auf den Weg gegeben hat. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe leider manchmal gedacht, ich bin doch schon besser als ich zu dem Zeitpunkt war und habe dann vielleicht nicht alles angenommen. Aber jetzt im Nachhinein, mit den vielen Jahren dazwischen, kann ich sagen, dass es doch mich weitergebracht hat und ich durchaus auch noch mehr hätte, also längere Jahre dort hätte spielen können und es mir durchaus viel gebracht hätte noch. Würdest du sagen, dadurch, dass er jetzt nicht mehr dabei ist, geht viel Wissen dem deutschen Volleyball verloren? Ja, definitiv, weil er als Trainer einfach gezeigt hat, dass er ein sehr guter Trainer ist und die ganzen Erfolge sprechen definitiv für ihn und es ist nicht so, dass er halt immer nur die Superstars hatte und dann war klar, dass er gewinnt. Nein, er hat auch
gewisse Finalserien noch gedreht oder dann mit einer Mannschaft, die am Anfang nicht als Favorit galt, da geformt. Und ich finde, also ich persönlich denke, dass da wirklich was verloren geht und dass das schade ist, dass er nicht noch ein paar Jahre macht. Ja. Ja. Annahme war immer mein größtes Manko. Gerade die Position zum Ball, der Abstand der Arme zum Körper, die Berechnung des Winkels, was ja eigentlich noch reine Physik ist, aber ja. Trotzdem dann entscheidend für die Genauigkeit des Balles. Ja. Also welchen Winkel? Also wir müssen das mal konkret sagen. Also wenn du jetzt die Annahme ansprichst, ne? Was haben wir denn da für Knotenpunkte? Also was sind die Dinge, auf die wir achten sollten, wenn jetzt speziell in der Annahme irgendwas passiert? Also definitiv dann bei der Ausrichtung des Spielbretts, dass der Einfallswinkel ja. gleich der Ausfallswinkel ist. Die Arme sind gestreckt, oder? Am Ellenbogen? Arme sollten gestreckt sein, das ist der beste Fall, wenn man genug Zeit hat, sich auszurichten. Ja. Normalerweise, wenn jetzt ein Sprungaufschlag mit 130 km/h auf dich zukommt und du einfach nur noch die Arme so in die, dass der Ball in die Richtung des Zuspielers geht, bekommst, dann kann es auch schon mal sein, dass die Arme nicht gestreckt sind, aber dann versuchst du mit dem Körper noch den Impuls rauszunehmen, dass er halt nicht umgeht. Wenn wir jetzt mal von einfacheren Bällen ausgehen, ja? Also jetzt nicht das Maximum, sondern einfachere Bälle, wo du noch eine Zeit hast, dich auszurichten. Ne? Dieses Strecken der Arme, wie früh passiert das? Also macht man das erst im letzten Moment oder macht man das so früh wie möglich, um dann noch mehr mit dem Körper dann sich ausrichten zu können? Also ich denke, bei mir passiert es erst relativ spät, damit ich erst mit den Beinen mich positioniere, dann den Körper noch eventuell hinterherbringe, weil ich glaube, mit ganz gestreckten Armen zu laufen und sich bewegen auf dem Feld, ist, selbst wenn die Bälle langsam sind, nicht unbedingt förderlich. Mhm. Weil, wie sieht Maren das? Ja, bei uns sind ja eher Float-Aufschläge eigentlich an der Tagesordnung. Mich hat einen lieben Gruß jetzt an Giovanni Gesetti immer mit einer Stange unter den Armen gequält, damit ich ja den Abstand zum Körper habe. Und da ging auch dann nicht viel mit Bewegen in dem Arm, weil es einfach dann diese Ausrichtung war. Und das war eben seine Idee. Und das, ja, da ich früher ganz viel von hier gemacht habe, hat er versucht, das mit dem Stab rauszukriegen. Und deshalb ja, versuche ich eigentlich schon daran zu denken, die relativ frühzeitig gerade zu lassen, um auch nicht so ruckartige Bewegungen dann War das denn positiv rückwirkend gesehen? Also hat das was gebracht in der Annahme? Ja, hat mir was gebracht, aber ich habe mich verflucht. Also es machen nicht alle Übungen Spaß, aber sie sind dann letztendlich schon zielführend in dieser Geschichte. Ja, jetzt müssen wir natürlich zu den Trainern zu Hause sagen, jetzt nicht einfach nachmachen mit irgendeinem Stab, ne, irgendwo hinschieben und so weiter. Also da hat sich schon jemand Gedanken gemacht, ne, wie das letztendlich passierte. Ja, aber das ist schon mal eine interessante Information.